Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exosoct Alien Isolation. Ihr glaubt nicht, was ich gerade für eine Gänsehaut habe. Alien Isolation ist draußen. Es ist Montag. Eigentlich sollte es morgen irgendwie erst rauskommen. Und eigentlich habe ich meinen Tag heute völlig anders geplant gehabt. Aber es ging nicht. Ich musste meinen Tag heute komplett umstrukturieren. Und ja, wie ihr seht, Alien Isolation. Ein Spiel mit einem Alien, einigen Leuten auf einer Raumschiffstation. Und wir spielen die Tochter von Ellen Ripley. Und das hier Ganze ist ein Survival-Horror und, wie der Name schon sagt, Survival und Horror, also Überleben und Gänsehaut. Ich habe einige Einstellungen vorgenommen, siehe Auflösung und Maussteuerung. Und ich würde sagen, wir starten das Abenteuer jetzt. Spiel starten. Pussy-Modus. Ja, moderieren und gleichzeitig konzentrieren ist immer so eine Sache. Schöne Ausrede. So, bis es gerade sichtbar ist, ist ungefähr so. Ja, passt's. Letzte Meldung vom interplanetaren Raumfrachter Nostromo. Hier spricht der dritte Offizier. Die anderen Besatzungsmitglieder. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. Und Captain Dallas sind tot. Ladung und Schiff sind zerstört. Wenn alles klappt, müsste ich in 6 Wochen die Randzone erreichen. Und sollte ich Glück haben, findet mich eine Raumpatrouille. Hier spricht Ripley. Die einzige Überlebende der Nostromo. Ende der Durchsage. Ich bin Samuels. Ich arbeite für die Firma. Es geht um Ihre Mutter. Wir haben sie wahrscheinlich gefunden, Amanda. Ein Handelsschiff. Die Anisidora hat einen Flugschreiber geborgen, von dem wir annehmen, dass er zu Nostromo gehört. Wo? Zeta Reticuli. Wissen Sie jetzt mehr? Noch nicht. Das Gerät wurde zur Sevastopol-Station gebracht. Es handelt sich um Firmeneigentum und die Firma will, dass es so bald wie möglich abgeholt wird. Die Station ist ein Versorgungslager in der Region. Sie ist eine dauerhafte Zollfreizone. Ich weiß, was es ist. Der Transit steht. Ein Kurierschiff namens Torrance macht sich in 2 Tagen in die Richtung auf. Wir brechen auf zur Stadt. Wir? Ich, ein Kollege von mir und Sie, falls Sie wollen. Die Sache ist, als der Auftrag bei mir gelandet ist, habe ich die Akten gelesen.
Ich weiß, warum Sie in dem Gebiet arbeiten, in dem sie verschwunden ist. Sie suchen noch immer nach ihr, nicht wahr? Ich habe die Erlaubnis erhalten, Ihnen einen Platz auf der Torrens anzubieten, falls Sie wollen. Vielleicht finden Sie dann endlich Frieden. Ja, so sind wir also in diese Gegend gelandet und es passt zu keiner Szene wirklich besser als ein Lied wie dieses Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Und als ich die Einstellung vorgenommen habe für dieses Spiel, habe ich mir nur diesen Raum hier so ein bisschen angeguckt. Und was ich schon genial finde, schaut mal, Tasten bewegen zum Gehen, wie das flackert. Das ist beabsichtigt so. Das sind so... Also, ich habe mich richtig verliebt, auch wenn man sich hier so diesen Monitor anguckt. Oh, guckt euch das mal an. So eine richtig schöne alte Tastatur drinne. Die Knöpfe, das ist der Wahnsinn. Ja? Röhrenmonitore. Ich bin so dankbar, dass das hier alles so schön im alten Design gemacht wurde. Ich bin so dankbar. Guckt euch mal die Schlappen an. Auch hier so die Fettschlieren auf dem Boden. Guckt euch mal diese Fettschlieren an. Oder hier sowas hier. Das ist doch toll, dass sowas hier nie ausstirbt. Solche Wasservögel. Oh, das ist... so Details hier. Oder... Hier, so dieses Buch hier. Oh, das ist aber sehr glitschig. Fängt ja gut an. War in Totality, Frank Herman. Oder schaut euch mal dieses LCD-Telespiel an. Ja, das kennen die Jüngeren ja nicht mehr. Hm? LCD-Telespiel. Ja, mit Zeitschriften drin. Das ist was für Luzi übrigens. Ah, rauchende Moral verboten, aber hier auf dem Raumschiff, ja, alles sowas, ja, das ist so der Hammer. Und wir haben hier auf der linken Seite unten, das scheint vielleicht der HP-Balken zu sein, keine Ahnung genau. Oh, wir blinken da. Benutzen. Ah ja. Okay, da kann man die auf und zu machen, die Kryokammern. Oh, da ist nochmal was zum Suchen. Oh, das ist ja genial. Mal Q verlassen. Oh, schaut euch mal dieses Kontextmenü, wie das an- und ausgeht. So mit dem Flackern und so. Das sind so Details, muss ich mal sagen. Wo ich sagen muss, wow. Finden Sie Baupläne und Gegenstände, Komponenten zu basteln. Wow. Ja, das ist ja hier auch mit dem Crafting-System drin. Mal schauen, was da überhaupt so alles funktioniert. Haben wir hier noch so ein Ding zum Öffnen? Nee, der hier geht nicht. Der ist schon offen. Ah, hier auch. Okay. Nehmen wir auch mal alles mit. Nicht verkehrt. So ein Sumo-Ringer. Auch nicht schlecht. Ja, ja. Das sind echt so alles Details. So, jetzt wollen wir aber mal von der... Ui, so eine richtig alte Kamera. Das ist die vom NSA. Schaut mal, wie die uns verfolgt. Hä? Ah ne, die bewegt sich einfach nur so generell. Gut. Hier war das Ding, wo wir uns anmelden müssen. Machen wir mal. Aha, das ist eine richtig schöne alte Personalkarte. Aha. A. Ripley. Ja, der Name Ripley alleine... Oh. So, jetzt dürfen wir hier wohl durch. Ich gucke mir gerade echt so das Flair hier an. Hier schaut euch mal diese Abnutzungsspuren, ne?
Nicht so wie das neue Star Wars, wo alles so schön blank poliert und glänzt. Hier darf das mal abgenutzt aus sein, ne? Wow, hier mit diesen schönen Verkleidungselementen an der Seite. Ihr glaubt gar nicht, wie ich gerade hier abgehe. Ich gehe hier echt ab wie ein Schnitzel. Oh. Das ist ein Raumanzug. Warte mal, schau mal. Personal Storage. Und dann natürlich auf Japanisch. Aha. Keine Ahnung, ob das echt steht, was da in Japanisch steht. Also wenn ihr euch damit auskennt, ja, schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Oh. Ragdollen die hier auch? Immer so eine Sache. Ich bin ja mal so ein bisschen seit Goat Simulator mal so ein bisschen Ragdoll beschädigt. Was haben wir da? CO2-O2-Filter. Oh, wow. Ja. Wow, ja, das sieht ja so nach den... Torrents. Da haben wir so eine schöne Preview-Monitor. Mit Werte drauf. Da sind nochmal Zigaretten. Aha. Was haben wir hier für einen Computer? Auf Terminal zugreifen. Aha. Hat gerade eine Errungenschaft freischaltet, ein Unglückszeugnis. Und da haben wir anscheinend ein bisschen Storymaterial. Knapp verpasst. Verlaine, suchen Sie nach einem Navigationsoffizier. Ein Freund von mir hat gerade sein Schiff verloren und sucht Arbeit. Ich kann für ihn bürgen. Seine Papiere sind in Ordnung. Es ist die alte Geschichte. Die Megacorps haben ihn unterboten und ihn alle Kunden weggeschnappt. Die kleinen Firmen kommen immer schwerer an Verträge und ich überlege selber aufzuhören, solange ich noch was verkaufen kann. Sie selbst scheinen ganz gut dabei zu sein. Als ich bei den Docks vorbeischaute, hieß es, sie wären gerade abgeflogen. Zu Sevastopol. So ein Drecksloch. Naja, wie ich höre, bezahlt Wayland Yontari ordentlich. Viel Glück jedenfalls, wenn man sie nicht schlagen kann. Was? Wir müssen uns treffen, wenn sie zurück sind. Blaine. Ja. Kann man hier was mit der Maus machen? Anscheinend nicht. Dann haben wir nach oben und nach unten. Keine Ahnung. Hervorheben, E ist wie auswählen. Ah ja, okay. Und, ach, das geht hier noch zu scrollen. Okay. Und das flackert auch so. So ein bisschen der Monitor. Oh, das ist genial. Und Q ist dann zurück. Okay. Ah ja. Sehr schön. Also, die haben ja wohl auch Story-Elemente drin. Ja. An Registrierpunkten können sie manuell speichern. Ist das jetzt hier der Registrierpunkt oder was? Keine Ahnung. Wo soll hier der Registrierpunkt sein? Das Heftchen da? Keine Ahnung. Der Roboter auch nicht. Was haben wir hier? Ah, hier. E wie speichern. Ah ja. Speicherdaten überschreiben. Wollen Sie aktuell Speicherdaten wirklich überschreiben? Ja, wollen wir machen. Ah ja. Und schaut euch mal die schöne Kassette oben rechts an. Das finde ich ja genial. Bitte warten. Warum bitte warten? Keine Ahnung. Schauen wir mal. Ist nichts weiter. Oder weil er irgendwie noch beschäftigt ist. Weiß ich nicht. So, was haben wir hier? Jo, nettes Magazin mit Frauen. Ein schöner alter Wecker. Oh, hier bestimmt ist bestimmt ein männlicher Kandidat beschäftigt. Crew Rooster. Wen haben wir denn alle dabei? Aha, Ripley. Aha. Siggen in. Benutzen. Hm, da geht der Monitor wohl nur aus, wie es ausschaut. Ah ja, und hier können wir uns anziehen. Sehr gut. Machen wir mal.
Das ging jetzt aber sehr flott, aber jetzt haben wir definitiv was an den Füßen. Wow, was liegt denn da unten? Ah, irgendwas zerbrochen, nicht? Ah. Schauen wir mal, was der Safer sagt. Da steht immer noch bitte warten. Ja, keine Ahnung. Muss wohl so sein. Gut. Aber irgendwie. Oh, Nebel. So Dampf. Mal gucken, ob das nochmal kommt. Na, geht zu? Okay, geht zu. Ah, jetzt könnte ich wieder speichern. Anscheinend muss er das immer sozusagen freigeben. Ja. Wow, das sieht gut aus. Mensch. Okay. Kann ich mich auch irgendwie ducken hier oder solche Geschichten? E. Das ist seitwärts gehen. C wie Crouch. Oh, das braucht man bestimmt noch 100 Mal. Wie komme ich wieder hoch? Wenn ich das wüsste. Ja. Aha, mit Shift dann. Aha. Uiuiuiui. Gerade richtig aufgeregt. Welchen Weg gehe ich denn jetzt lang? Gehen wir den, wo die Pfeile lang gehen, oder gehen wir dort lang? Da sieht's nach einer Tür aus. Ja. Okay, hier ist Sackgasse, da geht wohl nichts. Da lang könnte vielleicht längerer Weg sein. Aha. Ein bisschen Werkzeug. Hier war jemand an der Arbeit. Ja. Kann ich hier irgendwas aufheben? Sieht so erstmal nicht aus. Schauen wir mal. Aha. Oh. Da ist jemand. Hallo. Taylor, guten Morgen. Ripley, es ist mit Sicherheit nicht gut. Und von einem Morgen kann ja auch keine Rede sein. Tut mir leid. Ich fühle mich scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie Sie alle diesen Hyperschlaf regelmäßig überstehen. Man gewöhnt sich dran. Ich reise nicht oft so weit. Die meisten Rechtsexperten reisen nicht weiter als bis zur Kaffeemaschine. Wundert mich, dass Weyland-Yutani es für nötig hielt, die Rechtsabteilung zu schicken. Der Verlust der Nostromo und deren Fracht hat die Firma viel Geld gekostet. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Wenn ich den Fall mit einem eindeutigen Unfallbericht abschließen kann, stehe ich gut bei meinen Vorgesetzten da. Tut mir leid. Das war unsensibel. Ich weiß, dass Ihre Mutter seit 15 Jahren verschwunden ist und Sie... Schon gut. Wir kriegen beide ja, was wir wollen. Haben Sie Samuels gesehen? Der ist wahrscheinlich schon seit Stunden wach. Ich werde mich mit ihm kurzschließen. Ja, sprechen Sie mit Taylor? Oh, schauen wir uns aber trotzdem erstmal hier ein bisschen um. Oh, da ist nämlich die Kaffeemaschine. Sehr wichtig. Ohne Kaffee geht ja gar nichts. Kann ich hier so einen Snack aufnehmen oder so? Nee. Wow, da muss ich jetzt an ein anderes Spiel denken. Damals auf den C64. Haha. Droid hieß das. Wow, okay. Klassischer Feuerlöscher. Oh, ich bin gerade so richtig verliebt in den Details. Das geht gar nicht. Das ist der Wahnsinn. Also, ihr wisst, also, wenn ich jetzt eine Webcam hätte, das aufnehmen würde. Oh, Mann, ey. Oh, ich könnte gerade wieder. Da sieht es rot aus. Ich glaube, da geht es nicht weiter. Tür ist verschlossen. Okay, da ist dann mal die typische Gasse, und zwar vom Sack, also die Sackgasse. Was haben wir denn hier noch Schönes? Ein Kochbuch. Sehr gut. Eine Mülleimer, da ist wohl nichts drin. Gucken wir uns mal das Terminal an. Schauen wir mal, ob da was Neues steht. Oh ja, tatsächlich. An N. Taylor, Antwort Nostromo Vorwahl. Und zwar Weyland-Yutani-Datei. Hey Taylor, ich habe Ihren Auftrag. Nee, Auftrag lese ich. Antrag erhalten. Es könnte eine Weile dauern, die Dateien auszugraben. Und der Vorfall war vor meiner Zeit bei der Firma. Bei den Details bin ich mir noch nicht sicher. Im Jahre 2122 ging der Frachter USCSS Nostromo von Weyland-Yutani verloren. Keine Spur von Fracht oder Besatzung.
Mit Ausnahme eines neuen Wissenschaftsoffiziers hatten alle 7 Crewmitglieder bereits zusammen dort gedient. Ja, und dann haben wir die Auflistung der Namen. Ich wusste nicht, ob da Kane oder Kane geschrieben wird. Das ging mir auch bei einer Sache mit hier den Kane aus nicht StarCraft, das andere hier. CNC, genau. Ja, das war auch so eine Sache. Jo, das sind die privaten Dinge. Schauen wir mal hier. Ewi auswählen. Ach, es geht auch mit Enter. Da haben wir dann nochmal Name MSV7760 Torrens, Raumschiff der M-Klasse. Kapitän ist dann an Roland Dane. Dane meine ich. Navigator, Kommunikationsoffizier Connor William. Ja. Hin- und Rücktransport des Weyland-Yutani-Bergungsteams zur Sevastopol Station. Das Team besteht aus 3 Mitgliedern von Wei-Ye, Samuel C., Ripley, A., Taylor. Ja, und dann nochmal andere Passagiere. Können wir mal gucken, ob da was scrollbar ist. Ja, da sehen wir dann nochmal, dass da ein bisschen so was an interstellare Kommunikationsantenne, Fernstrecken, Hyperschlafkammer, Abschlepper zu gewerblichen Passagier, Frachtschiff umgerüstet, verfügt über intakte schwere Schlepperbrücke. Ja, was man eben so zur Bergung braucht, wa? Hups. Hier, Q-Taste. Da muss ich noch ein bisschen reinfummeln in der Steuerung. Naja, ist ja bei jedem neuen Spiel. Da haben wir hier oben noch zu stehen. Diese Tabelle hatten wir schon und das andere ist dann, naja, auch nochmal so ein bisschen eine Art. Oh, ein schönes Kartenspiel. Oh Mann, ja, ja. Also sie haben echt Details. Benutzen. Hab jetzt sehr oft, dass irgendwie so alte Musik kommt oder so. Scheint aber mehr so Funk zu sein. Ah. Kassetten! Oh, Kassetten! Leute, guckt euch mal Kassetten an! Oh, ist das herrlich! Ich glaub gar nicht, wie ich mir gerade freue. Das ist so... Hier ist nochmal so ein Telespiel. Oh, guckt euch mal das Kunstleder hier an. Das ist so geil, das ist so retro. Ich feiere das gerade hier ab. Das ist so, ich könnte heulen vor Freude. Oh. Oh, ei. Hui. Also bis jetzt habe ich noch kein Survival-Horror, aber was ich bis jetzt sehe, lässt mir eher sabbern. Oh. Das ist so göttlich gerade. Ich könnte nur... Oh Mann. Aha. Ah, Ripley. Samuels, sind Sie früher aufgewacht? Ich benötige nicht so viel Schlaf wie Sie. Ich war gerade dabei, mir die Einrichtung der Torrens anzusehen. Ein gut instand gehaltenes Schiff. Das Modell ist sehr ähnlich zu... Der Nostromo. Ja, Klasse M. Ein späteres Modell, aber mit ähnlichen Spezifikationen. Ich habe im Maschinenbau einiger solcher Schiffe gearbeitet. Natürlich. Ist Taylor bereits wach? Sie ist keine erfahrene Reisende. Der Hyperschlaf könnte ihr zugesetzt haben. Wir haben uns unterhalten. Sie scheint nervös. Ist mir nicht aufgefallen. Aber sie ist eine fähige Führungskraft. Sie wird uns mit allen rechtlichen Angelegenheiten helfen können. Ja. Alle Angestellten zur Brücke. Annäherung an Sevastopol. Jetzt sind wir dran. Ja, begeben Sie sich für die Einsatzbesprechung zur Brücke. Aber bevor wir das machen, gucke ich mir erstmal hier wieder um. Ein Defi. Damit kann man viel Spaß haben. Die Leute, die damit Spaß hatten, die wissen schon, was ich meine. Aha, was für die Hände. Was haben wir hier? Boah, so ein bisschen... medizinisches Apparat, was jeder irgendwie so ein bisschen zu Hause hat. Ah, benutzen. Das ist doch der Scanner. Ui. Oh, das ist so genial. Ich könnte gerade wieder. Das glaubt ihr ja nicht. Mal sehen, scannt er jetzt? Ne, jetzt geht er auf.
Ja, also Leute, die den Film kennen, wissen genau, was das für ein Scanner ist. Oh Mann, ey. Hier so überall die ganzen Details drinne und oh, dieses schöne Flackern, wie bei Star Wars auch, dieses schöne, oh, dieses On- und Ausgehen. Das sind übrigens dann keine LEDs, das sind Lämpchen drinne. Oh, dieses schöne warme Lämpchenlicht. Oh, herrlich, 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 herrlich. Oh, herrlich, herrlich. Oh. Ein Rollstuhl, ganz klassisches Modell. Schaut euch das mal an. Oh Mann, das ist gerade echt ein Fest. Warte mal, ich bin von der Seite gekommen. Gehen wir mal weiter in die Richtung. Oh, schaut euch mal dieses Schlieren an von dem Fenster. Das ist sehr unsauber gearbeitet. Das ist toll, Mann. Das ist super. So, wo soll ich hin? Was hat ihr gesagt? Caution, da wird er bestimmt nicht sein. Das wird bestimmt in die Richtung sein wieder. Wollen wir mal gucken. Oh ja. So. Nee, hier ist es nicht. Jetzt habe ich mich schon verirrt. Fängt gut an. Aha. Das ist so typisch. Ah, doch, ist doch richtig. Ah, ja. Ich hoffe, Sie hatten alle eine angenehme Anreise. Für eine alte Klasse M ist die Torrens in hervorragendem Zustand, Captain. War ein Wrack, als ich sie gekauft habe. Hat mich eine Menge Zeit und Arbeit gekostet, sie auf Vordermann zu bringen. Jetzt trägt sie sich selbst. Sie haben gesagt, wir nähern uns Sevastopol. Docken wir an? Ihre Kontaktperson ist Marshall Waits, korrekt? Ich werde Sevastopol rufen und den Zustieg mit ihm regeln. Gut, packen wir es an. Keine Sorge, Miss Taylor. Routine. Rein und raus. Corner Lagebericht. ISMG geladen und kalibriert. Annäherungswinkel eingegeben. Verbinden Sie, damit ich Hallo sagen kann. Kanal offen, Captain. Haben alle die Missionsunterlagen? Sie können die Annäherung auf den Monitoren sehen. Ja, sammeln Sie Ihr Einsatzdokument ein. Okay, wollen wir mal machen. Das heißt, wir werden uns wieder ein bisschen umschauen. Oh, was haben wir denn hier? Oh, das ist dieser Computerraum. Boah, ich könnte ja, ey Leute, ich glaub gar nicht, was hier gerade, oh, hier so abgeht. Oh, das ist dieser Computerraum. Guckt euch mal die Lämpchen an. Das war ein Computer früher. So hat man sich das vorgestellt, wie so Supercomputer sind. Oh Mann. Oh, guckt euch mal diesen Lichteffekt an. Oh, ich könnte gerade, ich glaubt ja nicht, wie ich das feiere. Also alleine jetzt hat sich das Spiel schon gelohnt, so wenn hier nicht mehr viel passiert. Einsatzdokument, das machen wir gleich. Erstmal gucken wir uns mal. Oh, schaut euch mal dieses schöne Sprechmikro da an mit der schönen Taste drauf und die Tasse hier und oh, Stifte, guck mal mit diesen Kappen drauf. Ich könnte hier, das ist der Wahnsinn. Mal sehen, mal hier noch so andere Details sehen. Oh Mann. Also ich guck mir gerade hier so richtig satt. Das ist so der Hammer. Hui, das ist aber hoch. Oh, alter Gag. Oh, er ist mich aber gerade erschrocken. Ich drehe mich so um. Das seht ihr auf jeden Fall da. Oh Mann, ist das Hammer. Aber hier ist relativ aufgeräumt. Das ist schon fast zu sauber für die Serie. Okay, dann sammeln wir das mal ein. Können wir es sehen? Auf Bildschirme wechseln. Sevastopol-Station. Ist da ein Schaden? Sieht nach Schaden aus. Auf 74 schalten, nah dran. Die Trockendockrampe ist im Eimer. Da kann ich die Torrens nicht reinbringen. Handelsschiff Torrens aus St. Clair, Kennzeichnungsnummer MSV 7760. Rufen Sevastopol Verkehrsüberwachung. Wir befördern vertraglich drei Passagiere für. Weyland-Yutani. Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Hallo Marshall? Marshall, Torrance hier, bitte um Wiederholung. Du hast einen Abend der Hochwohl
Die Kommunikation der Station ist hin, also habe ich Samuels Anzug einen Funkverstärker verpasst. Ich kann die Torrens für 24 Stunden in Position halten. Bis dahin haben wir uns gemeldet. Gute Landung. Bereithalten. Mein Vertrag erwähnt keine Spaziergänge im All. Das ist der einzige Weg. Und ziemlich sicher, wenn Sie sich an meine Anweisungen halten. Druckablass. Oh, Schatz. Einfach mir nach, Taylor. Sie auch, Samuels. Natürlich. Wow, das war richtig gut in Szene gesetzt, also Hammer. Hui, lustige Ladescreens übrigens. Hat ein bisschen was, so über diese Überwachungskamera-Geschichte so. Nicht schlecht. Ah, aber laden tut er ja ein schön lange. Mal gucken, was der lädt. Ja, jetzt sind wir hier angekommen und ich würde sagen, das ist der richtige Moment. Oh, schaut euch meine Seiten, wie dieses Visier das so ein bisschen verschiebt. Das ist der richtige Moment hier, um zu pausieren, genau. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und ich hoffe mal, wie geil das weiter wird. Also, oh, ich hab die Gänsehaut hier, das ist der Hammer. Und wenn das euch genauso begeistert und gefällt, macht einen Daumen nach oben, macht Kommentare unten hin, schreibt mal, wie ihr zum Beispiel das erste Mal den Film gesehen hattet oder ob ihr das Buch gelesen hattet oder so. Also ich bin ja sowieso der Fan von dieser Serie. Also bis zum nächsten Mal, ciao, ciao und bye, bye.